Hey und willkommen zur nächsten Folge von Minecraft 1.14 Hardcore zusammen mit Trimax, Romatra und Chef Strobel. Und Trimax, was sagst du denn zu der heutigen Folge? Grauenhaft. Alles klar, warum das so ist, das werdet ihr jetzt heute sehen, deswegen bleibt dran. Falls übrigens neu seid, mich noch nicht kennt, es würde mich auch freuen, wenn ihr nicht vergesst, den Kanal zu abonnieren. Dann landen alle weiteren Folgen von Hardcore und viele mehr bei euch in der Abo-Box, das würde mir extrem helfen. Vielen Dank, wenn ihr dran denkt. Und würde mich auch freuen, wenn ihr drängt, das Video zu bewerten, denn in der letzten Zeit habe ich mal ausgetestet und wenn ich das erwähne, bringt das irgendwie immer extrem viel. Sehr cool, vielen Dank. Jetzt geht's erstmal los mit dem Video, let's go. Ich hab mich verlaufen. Oh, ich habe eine Spinne. Oh, Bogenschütze! Oh Mann, das ist jetzt ganz bissen! Ja, so, ich komm nicht retten. Dunkel. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Ich komm nicht retten. Nein, nicht retten. Ich bin full equipped, Alter. Ich komm nicht retten. Nicht retten, Omar. Hab ich mich so verlaufen? Nicht retten. Ich dachte, hier ist unsere Basis. Ah, stimmt, Max hat mir nicht genug Essen gegeben, sonst könnte ich ihn retten kommen. Server lag, zählt nicht. Wir haben uns echt komplett durch die Karte gegraben. Ja, ich glaube schon. Okay, hier oben sind, ja, ausgeleuchtet zum Teil, aber Creeper gibt's trotzdem. Naja, wir könnten ja folgendes machen. Ich könnte mich einfach ins Bett legen und wir loggen uns alle aus, dann wird Tag und dann, ne? Das ist schon zu viel Cheaten. Okay. Cheaten. Also er ist nicht hier oben, so leider. Doll. Alter, ihr werdet von dem Membran... Okay, oh Gott, die gehen immer auf mich, die Membran. Ich muss. Ja, killt mal ein so ein Vieh, damit ihr hier eine Phantomat habt für Falltränke. Nein, ganz den Creeper, lauf! Obwohl, geh rein, wir brauchen die Haut. Also für die Phantomat, ne, kriegen wir halt wieder Fallschadentränke. Also es wäre, ne, Slow Falling beim Drachen, das ist halt natürlich GG. Die von COD, die da von Freescar, also ich weiß gar nicht, wie die hieß. Mhm. Die schön. Die Blonde? Ja, die können wir kurz alle schlafen? Ansprechpartnerin. Der Strobel Fokus, hast du gehört? Ja. Chef Strobel sitzt noch neben mir. Der muss wieder zocken. Schnell. Ja, jetzt lass doch kurz ein bisschen Alex. Ich bin gerade am Kohlefarmen. Pass auf, jetzt kommt ein Creeper reingelaufen, springen uns alle drei in die Luft. Du musst kurz ausloggen, Alex. Ich muss ausloggen? Ja. Okay, es tut mir leid. Disconnect. Kurz hier schwärzen. Ja. So, hat geklappt. Schwärzen bin ich übel gut. Oh, sag mal ehrlich, sau OP, was ich hier mache alles, ne? Ja, das ganze Essen brauchen wir nicht wirklich. Aber das... Das ist doch kein Essen, Alter. Zum Tierepaaren für die Kühe, für Leder, oder? Ja! Leder und Zuckerrohr ist die Mission. Und dann enchanten. Richtig. Das ist schon so OP. Man kann die Kühe alle 5 Minuten paaren. Das heißt, einfach direkt wieder rüber. Wir immer verdoppeln, ne? Oder ja, das geht auch schnell, ja. 50%, das sind 50% Kuhzinsen alle 5 Minuten. Ja, du bist ja erst Kühe nochmal. Ich weiß echt überhaupt nicht mehr. Gerade aus einfach. Ja, hier ist plötzlich eine Sackgasse gewesen. Hä? Jetzt geh da hin, oder bist du da gekommen? Von da bin ich gekommen. Spark, was kann ich denn jetzt noch machen? Ja, gute Frage. Also ich würde gleich mal in den Nether gehen. Ja. Und und da? Was machen wir da? Quarz farmen für Level, damit ich meine Rüstung halt auf Level 30 verzaubern kann. Ja. Aber dafür müssen... Okay. Oh, das ist schon ganz schön strong. Ja, deine Rüstung? Ja gut, alles was ich krieg. Also es dauert natürlich ein Weich, bis mal Level 30 dann ist, ne? Ich würde halt einfach mal anfangen. Aber wenn du einen Slimeball hättest und wir machen eine fixe Dings... Aber wir haben schon so viel Zuckerrohr, ja es geht ja gerade um die Level jetzt nur. Also Zuckerrohr kriegen wir, denke ich mal, voll. Wir sind echt verloren. Hä, ich kann nicht durch das Portal gehen, ich werde nicht gewarpt. Da kannst du gucken. Matra? Oder dürfen wir warpen? Hä, aber das sieht doch so richtig aus. Das war ja, ist ja auch eingeschaltet. Ich wobble, aber ich werde nicht rübergeportet. Nach oben, Dings? Ja, nach oben ist irgendwie kack, aber da kann... Feuerzeug, ist doch schon längst eingeschaltet, das Portal. Stimmt, ich bin auch noch am Wobbeln. Man kann die Nether nicht betreten. Die müssen wir aber betreten können, ansonsten geht's nicht. Guck mal hier, haben wir hier einen Weg und da ist dann auch so ein ewig langer Tunnel. Ich kann den auch nicht. Ich dachte, man kann da was reinbauen. Romatra? Romatra, bau nochmal den einen Obsidian ab und setz mal neu. Mach ich. Braucht Kürbis Wasser? Vielleicht ist der Nether im Server deaktiviert, ne? Könnte, aber das würde gar keinen Sinn machen. Wie sollte das denn so sein? Hast du noch das, was du eingestellt hast? Achso, ich hab das unten in der Kiste. Warte, ich kann zuhören. Nether ist wirklich aus. Ja, Nether ist aus. Die Koordinaten, da komme ich mir zu. Ja, dann müssen wir neu starten. 204 und 30.
Ja, neu starten, jetzt Server kurz neu starten oder neu starten, das war's? Nee, Server neu starten. Gut. Andersrum. Ich glaube, bei den Server-Option musst du ändern und Server neu starten, damit es dann gültig ist. Ja, genau. Oh Mann. Sharpness 1 noch auf mein Schwert. Wie sieht denn der Nether aus? Ist da am Anfang erstmal safe oder noch Fläche? Da ist am Anfang erstmal safe, ja. Ja, da hat er Angst. Ja, hallo, man fragt logischerweise. Ich bin da als erstes rein, deswegen, ich bin hier Vorreiter. Aber wollen wir wird kurz, das, wollen wir... Wird das nochmal ein Intro? Wir haben ja schon eine Folge voll, ne? Ja, das ist nochmal ein Intro. Hä, was? Das sind ja schon wieder so viele Folgen ohne Revi. Und wird dir wieder so viel vor mir vorladen. Ah. Ich darf nicht so viel streamen, das nervt. Ich mach den Stream jetzt aus, tschüss! Du musst ja auch nicht alles hochladen. Ja, das ist zu geil hier gerade, Survival-Hardcore. Ja, aber ich meine, dann Fortress, du musst einfach ein bisschen härter cutten. Also Hardcore ist schon, wenn jetzt hier einfach ein Creeper einfach so nicht despawned ist, hochgeht und ich bin tot, das war's, wir locken alle aus, spielen hier nie wieder weiter, es war alles umsonst, ich zahle 75 Tacken an euch zwei Loser und ein Normaler und ja, dann ist es zu Ende. Ich fühle mich geehrt. Oh, ich sorry, bin ich wieder da. Was habe ich verpasst? Ich muss gerade ein bisschen was mit meinen Eltern Ich musste ein bisschen was mit meinen Eltern klären, es ist kurz vor 11. Die klopfen durchgehend an meine Tür, normale Papa, Zeit. Papa, mach bitte die Tür zu. Papa, mach bitte die Tür zu. Kann ich nichts für, muss ich machen. Diese waren jetzt im Urlaub, in ihrem Haus am Bodensee, sind noch... Jackson am Ich muss los. Ich muss los. Was? Ich muss zum Friseur. Was hat das damit zu tun? Mein Friseurtermin, das konnte ich nur auf jetzt legen. Naja, wie gesagt, ich muss noch mal ganz kurz weg. Ich habe euch den Server wieder eingerichtet, macht mal was draus. Ich habe ja wirklich schon so viel Progress geliefert. Oh, ich muss den Müll rausbringen. Müssen wir lieben oder was? Nein, spielt weiter, ich bin in 10 Minuten da. Ich muss den Müll rausbringen, jetzt. Jetzt, scheiße. Seid ihr schon im Nether drin eigentlich? Ich bin gerade im Nether drin. Ah, sagt das, ich warte die ganze Zeit, dass ihr mich begleitet. Ja, nee, also ich bin eigentlich nicht am Festung suchen, ich renne ein bisschen rum, so ein bisschen Quarz. Oder ein bisschen XP. Oh, das mach ich mit. Ich greife einen Pikmin an, weil ich Eier hab. Ich will auf gar keinen Fall sterben. Was machen wir jetzt? Ey, wenn so ein Gas ist doch jetzt übel OP, oder? One-shottet der einen? Ein Gas ist ein quietschender, lustiger Luftballon, warum? What? Oh. Ja, das nervt mich. Die haben mich schon richtig genervt im Dings, als ich hier den Server mit Rias und Revi gespielt hab. Bin ich zu tief? Scheiße, wo waren die Öfen da oben? Ja, aber die sind und eigentlich eher fluffige Luftballons. Wer hat sich hier runtergebaut? Das ist ja grauenhaft. Ah, Leute, wir haben noch ein anderes Problem, ne? Wir müssen Romatra sagen, dass er auch mal schauen soll, ob Dörfer und Netherfestungen aktiviert sind, weil die sind standardmäßig bei Nitrado-Servern auch aus anscheinend. Oh, das haben wir jetzt gar nicht. Das heißt, wenn der Nether jetzt generiert ist und gar keine Festung generieren, rennen wir umsonst hier durch die Gegend. Würde ich gerne Romatra schlagen. Alter, kämpfst du gerade gegen so einen? Ja. Ich höre es die ganze Zeit. Oh, das sieht alles ganz gut aus. Wee, wee. Was? Das ist so ein Geist und der schießt einen Feuerball auf dich. Naja. Und das hier? Das ist Nether Quartz. Weißt du, wir haben ewig lang Gas gesucht. Bei, im Survival. Und jetzt haben wir einen Gas, der die ganze Zeit uns ärgert, obwohl wir ihn gar nicht haben wollen. Jetzt ist so, ich geh mit rein. Auch. Ich komm rein. Bin ich hier erstmal sicher am Anfang? Oh, hier ist überall Feuer. Ja, der Gas hat hier drauf geschossen. Lebt der noch? Ja, der lebt noch, der ist da vorne. Ich konnte ihm nicht die Kugel zurückgeben. Oh. Wie viel Schaden macht so ein Shot? Ich habe echt nur eine Eisenrüstung. Ah, ja, nicht so viel, also es geht. Das wirst du wahrscheinlich überleben. Das werde ich wahrscheinlich überleben. Schätze ich. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich, vielleicht und eventuell. Über dir tropft Lava. Man kann auch mit Rechtsklick auf aufs Feuer klicken. Linksklick. Geht nicht. Achso, ja, Linksklick geht wieder. So Lichtpfeile. Lichtpfeile? Ja, bei dem war da oben Lichtpfeile. Goldener Pfeil zu sehen. Ja, du kannst ja damit so goldene Dinger machen. Vielen Dank an euch für die Bits, die gerade schon wieder reinkommen. Geht's übelst ab. Danke, danke. Was ist das? Oh mein Gott, hier ist ein Mini-Pac-Man auf einem Huhn?
Ja, das gibt's. Der reitet das. Mini Pigman. Ja, der reitet das. Es gibt doch auch hier Skelette, die Spinnen reiten. Ja, eine Kuhn reiten und dann Minischweine. Ja, das ist dieses Mini Pigman und der hockt auf. Das ist sein Weggefährte. Okay. Dann bin ich schon sowas von lange raus aus Minecraft. Irgendwie, ich hätte es auch zum ersten Mal gesehen, das ist super lustig. Die sitzen einfach, sind so kleine Schweinchen. Macht auf die Zäune in der Overworld Teppiche drauf, dann könnt ihr drüber springen. Über was drüber springen? Über den Zaun. Brauchen wir kein Zauntor, aber ich glaube, Max hat ein Zauntor gemacht. Ach so. Ich gehe wieder raus. Das ist mir viel zu unsicher. Ich bin wir haben noch gar nichts. Was macht ihr? Gehen wir in den Nether? Machen wir jetzt den Nether? Wir waren gerade im Nether, aber du hast den Nether-Festung nicht aktiv. Musst du auch noch machen. Wahrscheinlich. Die werden standardig generiert, hat noch jemand ein Dings gesagt. Guck mal bitte den Optionen nach, ob die Nether-Festung-Generierung eingeschaltet ist, weil ansonsten können wir gar keinen hier finden überhaupt. Schwierigkeitsgrad Nether aktiviert. NPC-Generation, Generator-Einstellungen. So eine Einstellung gibt es hier nicht. Es gibt Einstellungen für NPCs, für ein Level-Seed, für. Okay. Also ich habe von so einer Einstellung. Ich hätte sogar, ja. Was? Ich hab gerade angefangen zu reden, sag das nochmal. Ich kann ja sogar große Biome einstellen und so. Das ist ja cool. Ja. Wusste ich gar nicht, aber eigentlich dachte ich, dass das. Was? Also die Option habe ich auch schon mal gehört. Ich greife mich jetzt einfach ohne Sinn an. Leute, wisst ihr genau, wo das ist bei Nitrado? Das, die wegen Nether-Festung und so? Nein, ich habe davon auch schon mal gehört. Ah, vielleicht Generate Structures. Das könnte sein. Ja. Und das steht hier tatsächlich auf False. Ja, dann können wir gar keine Nether-Festung finden. Was sind das für Einstellungen? Also ich verstehe es nicht. Wer spielt in Minecraft und sagt sich, hey, ich würde gerne ohne Nether spielen, ohne NPCs, ohne Mobs, ohne Villager. Wer spielt denn so Minecraft? Kann mir das mal wer sagen? Dein Dad spielt so Minecraft. Das sind ja die Nitrado-Einstellungen, warum auch immer die so auf Standard sind. Das verstehe ich nicht. Das ist mir ein Rätsel. Das müsstest du ändern und Server nochmal, neu. Ich könnte ja auch machen. Keine Dörfer finden und keine Dorfbewohner und nicht. Ich würde auch dann, bevor du den ausschaltest, nochmal zurückgehen. Dann kannst du ja die Nether nochmal löschen, weil die gerade geladenen Chunks und so, die schon generiert sind, die sind ja ohne. Da müssen wir ewig weit weglaufen, vielleicht. Deswegen, dass du dann einfach den Nether-Ordner löschst. Könnt ihr mal bitte ganz kurz ahnen, wie OP das ist? Ihr habt zwar ein bisschen Eisen gefarmt, aber ich habe eine Hühner. Ich hab den Nether besorgt, komplett Dia und den Enchantment-Table. Hm? Ist auch gut, finde ich auch gut. Doch, wir wollen direkt abhauen, wenn du das aufmachst. Ja. Hey, wir wurden einfach so programmiert, dass sie direkt abhauen wollen. Die Schafe auch so. Das ganze Leder hier. Das sind keine Kühe. Ja. Das ist nur Leder. Ich sehe auch nur Leder. Körper. Die sind schon totgeweiht. Keine gesehen. Das ist nur wandelndes Leder. Ich hab's gesehen. Chef Strobel hat eins seiner Schafe getötet und freigelassen. Ja, herein. Nein, hab ich nicht. Gott. Auch in der Reihenfolge. Nee, das Ding ist, ich wollte gucken, ob die dann automatisch rausgehen und eins ist halt raus. Wahrscheinlich abends. Habe ich gerade einen Pillager gehört? Wahrscheinlich trotzdem aus dem Dings. Und so eine Pillager-Eskorte? Fuck. Hab auch gerade gedacht. Haben das jetzt das ganze Essen da unten? Sehr OP, wie ich spiele. Okay, seid ihr ready? Was, also Rumatra, du hast die falsche Einstellung. Wir lieben hier jetzt und machen was anderes. Ah, ich finde das echt geil gerade. Aber nochmal neu starten wäre zu viel. Ich bin ab Dienstag im Marketing zuständig für 3 Monate. Im Marketing? Ich würde dich nicht 10 Kilometer an mein Marketing ranlassen, Chef Schwobel. Okay, ja, das ist eben so kacke. Ja, oh, yeah. Er reitet richtig hart mit den Kunden und schreit die an. Ja, Mann. Wer hat denn hier unsere Höhle geflutet? Das ist unglaublich nervig. Welche Höhle? Und wer hat sie geflutet? Unsere Basis, die ganzen Treppen sind voller Wasser, man kommt mehr schnell runter. Das kann nicht sein. Doch, das war wieder das Chef Strobels Witz. Chef Strobel, ey. Der Hühnerflüsterer. Mhm. Chef Strobel war's nicht. Spark war's nicht, ich war's nicht. War's dann Rumatra? Nein, ich war's auch nicht. What the fuck? Warum soll ich die Höhle fluten? Ich wäre echt sehr enttäuscht von Rumatra. So richtig. Ich war das schlechter nicht. Witz. Was ich gemacht habe. Ich habe oben Wasser geplaced, einfach so aus Spaß, aber ich habe das jetzt nicht mit Absicht in die Höhle oder so. Aha, einfach so aus Spaß. Mhm.
Jetzt kannst du mein Stream wieder angucken, das ist jetzt nicht in den. In so, Konzentration. Skyblock Combat Level Farm? Ja. Oder Satisfactory? Oh ja. So, oh. Hey Leute, das war jetzt der erste Stream. Der hat auch hier schon geendet. Wir haben nochmal gestreamt und ich würde sagen, ich schneide auch noch was aus diesem Stream dann hier schon dran. Also die Runde, die jetzt ist, ist ohne Chef Strobel. Der hat sich da ein bisschen ausgeklinkt und wir machen nur noch zu dritt weiter, dass ihr Bescheid wisst. Hat das irgendwie nicht so gefühlt, glaube ich, generell den Hardcore-Mode. Und ja, es geht zu dritt weiter von einem anderen Tag. Daher nicht wundern, wir machen an der Stelle weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört hatten. Ja, ja, ich hab's auch drin. Achso, Roman, hat das mit dem Nether geklappt? Hast du ihn nochmal? Der müsste an sein. Nee, ich meine wegen, dass da die Festungen generieren. Ah, oh, das habe ich, glaube ich, nicht gemacht. Echt nicht? Ja, das ist schlecht, dann kommen wir nicht zum End. Ich habe auch gedacht, wir spielen das jetzt mit Strobel weiter. Der hat's doch gar nicht, der hat's doch überhaupt nicht gefühlt. Der war doch sofort raus nach 5 Minuten. Pass auf, letztes Mal war das Problem, dass im Nether keine Festungen generiert sind. Und die brauchen wir, um Blaze Powder zu kriegen für den Enderdrachen. Mhm. Aber dann sollte er, glaube ich, das nochmal einstellen oder gucken, dass das geht fürs nächste Mal. Aber es ist immer noch nicht eingestellt. Ja, ich habe es verkackt. Ganz offensichtlich. Aber mir wurde auch nicht gesagt, heute Hardcore. Ich habe dran gedacht, den Server zu verlängern, aber ich habe nicht dran gedacht, dass ich das ja noch einstellen muss. Gut, ich wusste jetzt auch nicht, dass wir heute was machen. Ich habe auch gedacht, ich spiele allein heute Hypixel, aber... Boah, ich überlege gerade. Ich bin halt gerade hart am Brainstorm, richtig hart, ne? Wie war das, wenn ein Spieler... Wenn man von einem anderen Spieler geschlagen wird? Ein Subgift. Ja, lass es aber, Romata, muss ich nicht machen. Aber nur so als Vorwarnung gerade, ne? Ja, hat mich gehauen. Nein, ich wollte dich wirklich nicht hauen. Ich habe einen gut. Das ist ein gut. Nee, für den Fall, dass mir mal ein Missgeschick passiert. Alles gut. Ich bestehe da jetzt. Er hatte Angst, dass er ins Hub reinhauen muss. Ich bestehe da jetzt nicht drauf. Ich habe richtig geschwitzt schon. Was machen wir? Entscheid du dich, Max. Ich könnte den Server nochmal kurz neu starten oder wir fangen. Können wir hier was machen? Vor dem End. Wir können. Vor dem End. Wir können Endermänner farmen gehen. Echt jetzt? Naja, schon. Dann müssen wir halt Nacht haben und dann bauen wir uns oben so eine Plattform, dass wir die angucken können und dann klatschen wir die halt, ne? Das wäre so eine Sache vielleicht. Auch crazy. Ja, lass doch einfach Endermänner farmen. Das dauert auch. Ja, lass das machen. Wie viel brauchen wir? Wie viele Enderperlen? Wahrscheinlich schon so 15, oder? Das aber was ist, wenn ich mich die ganze Zeit so ein bisschen verstecke und ihr müsst die machen? Also, wir brauchen halt... Ich weiß ja nicht, wie viele Augen das Portal dann schon hat. Wir brauchen ein paar Augen, um das Portal zu finden. Und wir brauchen ein paar Augen, um das Portal zu aktivieren. Weil da sind ja so Plätze drin, Steckplätze, wo du die Augen reinsteckst. Und naja. Kann nicht sagen, wie viel. Titel habe ich geändert, Leute, im Stream auf Minecraft mit Dronex nochmal. Und Satzungsknoten, danke an dich. Dann fahren wir uns ein paar Enderaugen. Gut, dann mache ich ein Intro und dann fangen wir an, ja? Ja. Jo. Gut. An der Stelle, wo die neue Folge anfängt, dachte ich, wäre ein ganz guter Moment, um einen Cut zu setzen. Wie es weitergeht, erfahrt ihr im nächsten Part. Mal gucken, wie zuerst den Löffel abgeht. Bis dahin, lass krachen und tschüss. Ja.